Wollten Sie schon immer mal tolle Aufnahmen von Ihren Autofahrten machen? Vielleicht eine schöne Fahrt in den Urlaub, Sie fahren toll an einem Bergsee lang, vielleicht auch durchs Gebirge und dann liebsten zu Hause davon erzählen, Ihnen das auch zeigen, was Sie gesehen haben? Das ist jetzt möglich und dabei noch absolute Sicherheit im Straßenverkehr, denn das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Falls mal irgendwas passiert, wirklich immer auf der richtigen Seite zu sein und einen Unfallzeugen zu haben. Da hast du uns was Schönes mitgebracht, Carsten. Definitiv, nämlich genau eine Kombination aus diesen beiden Ansätzen, die du gerade erwähnt hast. Denn das Prinzip der sogenannten Dashcams, also der Kameras, die man im Fahrzeug integriert, das ist nicht neu, das hat man seit vielen, vielen Jahren. Gott sei Dank ist dieser Trend auch mittlerweile nach Deutschland geschwappt. Aber es macht alles keinen Spaß, wenn man einen schönen Urlaub erlebt hat und schöne Sehenswürdigkeiten zeigen möchte, wenn man im Urlaub einen Unfall hatte oder wenn man geblitzt wurde und ein kleines Vermögen für diese Knolle bezahlen musste. Und genau deswegen haben wir diese Kombination für Sie ins Programm aufgenommen, liebe Zuschauer. Eine Dashcam in Verbindung mit einem Gefahrenstellenwarner. Das heißt, Sie können hier Streckenaufzeichnungen machen und sich gleichzeitig, vor allen Dingen rechtzeitig, vor entsprechenden Gefahrenstellen während ihrer Route warnen lassen. Das ist wirklich sehr, sehr klein und unauffällig, aber hier steckt Riesentechnik drin. Also das ist wirklich eine Wahnsinnsaufnahme, die man damit machen kann, richtig? Ja, du bist natürlich jetzt hier in einem fantastischen Bereich unterwegs. Die Videos beispielsweise zeichnest du in Super HD auf. Für die Profis unter Ihnen, die Bildqualität, die wir gerade sehen, sind 2304 mal 1296 Bildpunkte und das bei 30 Bildern pro Sekunde. Also flüssige und gestochen scharfe Aufnahmen. Das ist dann natürlich ganz besonders wichtig im Falle eines Unfalls zum Beispiel bei Fahrerflucht, dass man dann natürlich auch jederzeit mal eben das Nummernschild seines Vordermanns in gestochen scharfer Qualität auch mal etwas näher ranzoomen kann. Und das hier ist die Kombination aus der Autokamera und einem Gefahrenstellenwarner. Denn hier wirst du gleichzeitig auch noch rechtzeitig vor Blitzern, vor scharfen Kurven, im Winter vor Glatteis, vor Steinschlag, vor Unfällen, vor Stau, vor Aquaplaning, vor all diesen Dingen gewarnt. Und das ist ganz entscheidend, denn häufig ist es tatsächlich so, dass immer dann, wenn irgendwo geblitzt wird, die Leute, die geblitzt worden sind, immer erst nach dem eigentlichen Blitzen volles Programm in die Eisen steigen. Da ist das Kind aber schon in den Brunnen gefallen. Mhm. Und Sie haben jetzt mit diesem Gefahrenstellenwarner ganz einfach die Gewissheit, dass Sie rechtzeitig vor einer Gefahrenstelle gewarnt werden, können natürlich nochmal Ihre Geschwindigkeit kontrollieren, können natürlich nochmal ganz anders auf die Verkehrssituation reagieren. Denn die Reaktionszeit, die Ihnen hiermit zur Verfügung steht, die haben andere Verkehrsteilnehmer nicht. Das heißt, die rauschen in die Gefahrenstelle rein, während Sie rechtzeitig Ihr Fahrtempo und Ihr Fahrverhalten anpassen. Fantastisch, oder? Ja, guck mal, man sieht mich gerade, denn hinten ist auch ein kleiner Monitor. Ja. Das heißt, man sieht dann natürlich auch gleich, was aufgezeichnet wird. Jetzt sehen wir hier mich. Hallo, hallo, hallo. Hier bin ich. Und das bringe ich einfach an meiner Frontscheibe quasi, ja, genau, an, hier mit diesem Saugnapf, ja? Richtig, die wird einfach mit dem Saugnapf vorne an der Frontscheibe befestigt. Dann kannst du deine Kamera natürlich perfekt über den Monitor ausrichten. Und natürlich wird dir hier also auch über den GPS-Tacho deine aktuelle Geschwindigkeit angezeigt. Sie können das ausschalten, wenn Sie das nicht möchten. Sie werden natürlich vor den Gefahrenstellen gewarnt und das auf völlig legalem Wege, liebe Zuschauer. Denn hier wird das Gerät nicht ganz einfach auf ausgesendete Strahlen reagieren, sondern auf die GPS-Daten. Und das ist in Deutschland und in weiten Teilen Europas schlicht und ergreifend erlaubt. Das Gerät, was wir jetzt anbieten, ist für die Dachregion, also Deutschland, Österreich, richtig, Schweiz. Genau. 189,91 € ist der Preis mit der Bestellnummer NX4133 und der 569. Also wenn ich in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs bin, werde ich hier dementsprechend gewarnt und mir werden diese ganzen, richtig, Gefahrenstellen angezeigt. Ja. Und das Schöne ist, es gibt also eine sogenannte POI-Redaktion. POI steht für Point of Interest. Das sind also Damen und Herren, die sich den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigen, als nur mit den Verkehrsdaten, die von aller Herren Länder auf Sie zugetragen werden. Und Sie können jederzeit, wenn Sie das möchten, vor Fahrtantritt die aktuellsten Daten hier draufladen und wissen immer, wo sind die Gefahrenstellen. Das sind Blitzer, das sind scharfe Kurven, das sind Unfälle, das ist Glatteis, Aquaplaning, all diese Dinge werden dir hier rechtzeitig angezeigt, sodass du dein Fahrtempo, dein Fahrverhalten rechtzeitig anpassen kannst, um eben nicht unvorbereitet in eine Gefahrensituation zu geraten. Also tolle Aufnahmen, mhm, und ich werde gewarnt vor Gefahrenstellen. Wenn ich jetzt aber im europäischen Ausland unterwegs bin, ja, was ist nicht
Österreich und die Schweiz ist, sondern vielleicht dann auch in Dänemark, skandinavische Länder oder so. Dann haben wir auch ein Gerät, das ist dann für Gesamteuropa. Richtig, und da reden wir von 26 Ländern, im Prinzip all die Länder, die man hervorragend mit dem Auto erreichen kann. Das sind natürlich hier unsere nordeuropäischen Nachbarn, die ganzen skandinavischen Länder. Das ist Osteuropa natürlich mit Polen, mit Rumänien, mit Bulgarien. Auch da gibt es wunderschöne Ziele. Das ist natürlich auch Westeuropa mit Frankreich, mit Portugal, mit Holland, mit den Benelux-Staaten und. Also wirklich fantastische Möglichkeiten, genau die Stellen, die man ganz gerne vielleicht auch mal im Sommerurlaub mit dem eigenen Auto ansteuern möchte. Eine Sache sollten wir aber bitte noch erwähnen, denn sowohl die Variante mit dem Kartenmaterial für Deutschland, Österreich und Schweiz, als auch diese Variante für komplett Europa, beide sind ausgestattet mit einer sogenannten Blackbox. Und das finde ich im Falle eines Unfalls, auch wenn es nur eine Vollbremsung gewesen ist, absolut fantastisch. Wie funktioniert das genau? Das ist vergleichbar mit einer Blackbox im Flugzeug. Wir hatten leider einige traurige Anlässe, wo das Thema Blackbox also nun wirklich tagesaktuell, also auch von der Presse behandelt worden ist. Ich hoffe nicht, dass so eine Situation auf Sie zukommt, aber wenn ein Unfall passiert, nimmt die Kamera das entsprechend wahr über die Erschütterung in Ihrem Fahrzeug, beziehungsweise auch bei einer Vollbremsung, das geht natürlich weit über Ihr normales Fahrverhalten hinaus, dann wird diese Datei, die diese Situation gefilmt hat, ganz einfach schreibgeschützt. Das heißt, man kann sie noch nicht mal, selbst wenn man möchte, wieder löschen. Im Falle eines Unfalls ist das fantastisch, gerade auch im Ausland. Denken Sie drüber nach, Sie können die Sprache vielleicht nicht. Da stehen Ihnen zwei Beamte mit einem Einheimischen gegenüber, die können sich wunderswas über eine Pizza unterhalten oder über die Unfallsituation. Sie stehen als Ausländer daneben und verstehen nichts. Aber Sie haben natürlich einen digitalen Unfallzeugen, der die Situation völlig unbestechlich aufgezeichnet hat. Im Falle der Diskussion mit den Beamten sicherlich hilfreich, sicherlich auch im Falle einer Gerichtsverhandlung und erst recht dann, wenn es vielleicht auch um eine Schadensregulierung mit Ihrer Versicherung geht. Da sind Sie auf der sicheren Seite, besonders dann, wenn Sie den Unfall nicht verschuldet haben, wenn Sie eine Datei haben, wenn Sie ein Video haben, das die Unfallsituation klar und erkennbar wiedergibt. Denn gerade im Falle eines Unfalls ist man immer so geschockt, man steht unter Schock, man weiß manchmal gar nicht, wer ist mir jetzt reingefahren, wer von den drei Autos, die da vor mir stehen, ist denn jetzt der Schuldige, war ich vielleicht doch ein Stück weit schuld, habe ich ein Verkehrsschild übersehen. Die Kamera lügt nicht, die Kamera hat die komplette Situation aufgezeichnet und im Falle eines Unfalls wird die Datei schreibgeschützt. Das ist Luxus. Also auch mit Datum und Zeitstempel. Wenn du das möchtest, kannst du das mit dazu schalten. Ja. Eine tolle Sache, also auch zum Mitnehmen, du hast es schön gesagt, das ist ein kleines, kompaktes Gerät, auch wenn Sie dann in einen Mietwagen steigen, zum Beispiel in einem anderen Land, einfach mit in die Tasche packen, dann im Mietwagen installieren und dann haben Sie es schon dabei. Hier für 208,91 Euro die Variante für Europa mit der Bestellnummer NX4134 und der 569. Genau, also wirklich fantastisch und bitte nochmal, man kann sich jederzeit, und das kann man hier gerne sogar über einen sehr, sehr langen Zeitraum machen, 5 Jahre nämlich, kostenlos mit den neuesten Materialien, mit den neuesten Gefahrenstellen versorgen, ganz einfach übers Internet aktualisieren und dann sind Sie immer auf der sicheren Seite, entweder für Deutschland, Österreich und Schweiz oder eben wie beim zweiten Modell für komplett Europa. Ein gern genommenes Modell für Sie, liebe Zuschauer, und das zweite Modell hat hier mit dem kompletten, mit den kompletten Gefahrenstellen für ganz Europa die Bestellnummer NX4134 und die 569 und liegt bei 208,91 €. Aber es wird wahrscheinlich nicht unbedingt das einzige Gerät sein, was du vielleicht hier und da auch mal im Auto mit Strom versorgen möchtest, aber du hast ja nur einen Zigarettenanzünder, das heißt sprich eine Steckdose im Auto. Da kann es ganz schön eng werden. Ne? Kann es, aber ich habe da nämlich auch privat wirklich einen Teil und das ist genau das, was wir Ihnen jetzt hier anbieten wollen. Das ist super von Rewold und das ist ein Gerät, was du einfach in den Zigarettenanzünder hineinsteckst und was dann hier quasi als Kfz-Verteiler fungiert. Das heißt, du hast dann mehrere Steckplatzmöglichkeiten oben. Ja, du machst nämlich aus einer Steckdose in der Summe 4 verschiedene Steckdosen. Das heißt, du machst aus einem 12-Volt-Zigarettenanzünder mal eben zweimal die Variante des 12-Volt-Zigarettenanzünders. Sie können auch eine Variante jederzeit mit dem Zigarettenanzünder bestücken. Der funktioniert also auch. Und du hast zusätzlich noch mal 2 weitere USB-Ladeplätze für die Navis, für die Autokameras, das für Handy, die Smartphones, für die Tablets, ganz genau. Ja. Denn immer im richtigen Moment, wenn du mal eben kurz im Hotel anrufen willst und sagen, hören Sie mal, Poststraße ist richtig, aber welche Hausnummer war das nochmal? Ist der Akku leer. Kannst du hiermit jederzeit wieder aufladen. Vielleicht hast du noch Kinder dabei, die ihre DVD-Spieler auf der Rückbank dabei haben oder mit ihren Tablets rumspielen. Die sind irgendwann leer. Und damit kannst du aus einer Steckdose ganz einfach 4 machen und kannst 4 verschiedene Geräte locker wieder über die Bordspannung aufladen. Mit der PX2033 und der 569 kommt dieser Kfz-Verteiler zu Ihnen nach Hause. Ist eine tolle Sache. Wie gesagt, ich nutze ihn selber. Er hat ja oben dieses Gelenk, kann man toll umbiegen. Passt überall eigentlich. Passt überall rein und dann hat man wirklich die Möglichkeit, Navi und dann halt noch vielleicht Ladekabel und so weiter anzuschließen. Ja. Also ich finde, das gehört
gehört in jedes Auto, zumindest ins Handschuhfach, dann hat man das immer zur Hand. Ja. Liebe Zuschauer, 10 Minuten für Ihr Auto. Ich hoffe, es war was Passendes dabei. Wir wünschen allzeit gute Fahrt.